Lieben, willkommen zu Folge 35, das Wort zum Montag. Hatte eigentlich vor, ein Thema zu machen, was ich jetzt seit einer Woche geplant habe, aber wie gesagt, aktuelle Themen geht vor. Aktuelles Thema ist Sicherheitsrisiko Kanzleramt, Obama, wie passend in der Pose. Ja, es werden nicht nur 82 Millionen Deutsche abgehört, sondern auch die Kanzlerin. Und was ist da für die Reaktion zu erwarten? Wenn 82 Millionen Deutsche trifft, dann sagt man auch, ja, Sache ist vom Tisch, ist zwar doof, aber so, aber weh, die Kanzlerin wird abgehört, gibt es ein großes Tralala. Da heißt nur, das geht gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Ich bin der Meinung, das geht überhaupt nicht, wenn überhaupt jemand abgehört wird, aus welchen Gründen auch immer. Der Knaller ist ja, dass das ich letztes Mal gelesen habe, damit begründet wird, von wegen, wie ist diese Bespitzelung wichtig oder sonst wie, von wegen, ja, man hätte ja so viele Terroranschläge auf Deutschland oder so verhindert oder überhaupt in Planungen. Das ist totaler Quatsch, wie ich finde. Ja, jetzt hat sie die Merkel getroffen. Jetzt sind sie alle richtig empört, weil Merkel, oh, das ist ja ganz böse. Schlimmer als bei 82 Millionen Deutschen. Kann das sein? Oh Mann, das ist ja ist das denn so viel anders, wenn die Königin, wenn Makosha Olofi bespitzelt wird? Ja, trotz Krypto-Telefonie, wie das da alles heißt. Ich bin der Meinung, das sollte alles weg sein. Sollte alles hier aufhören mit dieser Überwachung. Ja, und befreundete Länder überhaupt zu überwachen, finde ich bescheuert. Denn die Frage ist nur, inwieweit wir überhaupt in der USA noch befreundet sind in dem Fall, weil das ein Vertrauensbruch ist. Ja, echte Freunde machen sowas nicht, ganz ehrlich. Da sind Situationen wie damals im Kalten Krieg, wo sich jeder selber überwacht hat hier. Und ich denke mal, der Kalte Krieg, der ist vorbei, der war nun mal. Ja. Und jetzt, also ich bin der Meinung, das sollte alles aufhören. Ja, USA sollte auf eine Spitzelung, ja. Weil jetzt geht uns ziemlich Einbruch in die Privatsphäre, da bin ich dagegen, einfach dagegen. Ja. Es interessiert mich scheiß USA nicht, was die Deutschen machen, ob sie sagen, hier, wir stehen verabreden, ich brauche hier, weiß nicht was, oder von wegen Bombenstimmung. Und wenn du sagst, hier, Party, Bombenstimmung, kommt da drin. Ja, denke ich, Bombenstimmung. Das ist ja auch die Taliban da ist. Ja. Ich denke mal mit anderen Leuten auch nicht. Ja. Problem ist nur leider die Deutschen, die wehren sich an die Überwachung. Ja, warum nicht? Ich habe nichts zu bergen. Das ist genau der Fehler. Ja, auch wenn man nichts zu bergen hat. Die Staat braucht nicht, es braucht weder den Staat, egal ob den deutschen Staat oder den US-Staat, nicht zu interessieren, ob man was zu verbergen hat oder dass man nichts zu verbergen hat. Ja, der Meinung bin ich einfach. Es soll nicht sein, dass hier Deutschland so ein Überwachungsstaat wird, wie damals die DDR mit der Stasi und das alles. Das nehme ich kategorisch ab. So, und die USA sollen die Beschwitzung einstellen. Nur begründen Verdachtsfällen vielleicht machen und nicht hier 82 Millionen Deutsche unter Generalverdacht von wegen, ah, jetzt haben wir die ganzen Terroranschläge oder sowas verhindert oder ist es eher gar nicht dazu gekommen. Das ist Schwachsinn. Totaler Schwachsinn und ich meine, sollte weg sein. So, jetzt seid ihr dran. Was sagt ihr dazu? Denkt ihr, ach, ich habe eine Verwirrung, kann der Staat machen oder sagt ihr, nee, ich will meine Persönlichkeit, Rechte beibehalten und weg mit der Beziehung? Was ist eure Meinung? Könnt ihr aber gerne was dazu sagen? Ja, tut mir leid, ich muss mir. Rastblick bin, aber gleich kommt mein Bus. Ich habe es ja jetzt extra am Freien mal gemacht. Ein bisschen Abwechslung. Ist gerade windstill. Also, sagt mir was dazu. Ich freue mich auf eure Antworten. Bis dann und schönen Start in die neue Woche.